Mein Blagschnaggelmonster verschlingt deine Mutanten-Sumpffliege. Tja, damit hast du wohl nicht gerechnet. Hey, was machst du? Schach und Matt. Was? Das ist geschummelt. Ganz im Gegenteil. Die Regeln besagen eindeutig, dass das Blagschnaggelmonster eine Allergie gegen Sumpffliegen hat, die zwei Runden anhält. Eine Wiederholung. Ihr Glück ist bemerkenswert, Sir. Aber können Sie denn auch mit Anstand verlieren? Gute Frage, Maximilian. Ich verliere nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Agent Klink! So viel zum berühmten Geheimagenten. Harry, fahr den Wagen vor. Und pass diesmal auf den Schleudersitz auf. Bleiben Sie dran, Geheimagent Clank geht gleich weiter. Das war super. Ja, toll. Schalter mal um. Aber er hat gesagt, dranbleiben. Setzen die Live-Schaltung nach Weldin fort. Vor wenigen Stunden wurde der Planet vollkommen überraschend von schrecklichen Aliens überfallen, den Tyrannoiden. Von offizieller Seite wird vermutet, dass der böse Robo-Superschurke Dr. Nefarius den Plan des Tyrannoiden-Angriffs ausgeheckt hat. Wie Sie sehen, wehren sich die galaktischen Schutztruppen wirklich tapfer. Sie sind aber diesem Tentakelmonster nicht gewachsen. Es scheint, dass dieser abgelegene Planet in wenigen Stunden völlig zerstört sein wird. Darla Gretsch, Kanal 64 News. Wir fliegen heim. Aber Weldin ist in der Solana-Galaxie. Oh nein, nicht der gravimetrische Warp-Antrieb. Der ungetestete gravimetrische Warp-Antrieb? Der, den du aus Blagmetallschrott gebaut hast? Kommst du? Wir sind verloren. Juhu! Wie war das? Ich hab mich geirrt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Sei gegrüßt, Kunde Nummer 91802. Das sind doch die galaktischen Schutztruppen. Hey, da ist der neue Sergeant. Was? Hier, Sarge, nehmen Sie mein Gewehr. Es sind so viele, wir werden alle sterben. Drücke die Kreistaste, um deinen Schockblaster abzufeuern. Thank you.
Bin ich froh, Sie zu sehen, Sarge. Das feindliche Fahrzeug beschießt uns. Jemand muss es ausschalten. Ich rat mal, der jemand bin ich. Ein Freiwilliger. Hier, Sarge, für Sie. Gegen Feuerschutz. Von hier aus. Versuche, den Nitrowerfer gegen das Fahrzeug einzusetzen. Waffe auszuwählen, musst du die Dreiecktaste gedrückt halten und mit dem linken Analogstick ein Symbol auswählen. Die Kamerasteuerung im Optionsmenü umkehren. Die Lage. Die Tyros haben sich auf einen Stützpunkt im F-Sektor zurückgezogen. Wir sollen sie dort erledigen. Im F-Sektor niemals. Das ist Selbstmord. Wir landen alle auf dem Schrottplatz. Kommt sofort zurück, Soldat. Wir müssen den Planeten retten. Sir, jawohl, Sir. Ich
Ich hab doch Höhenangst. Ganz cool bleiben, Leute. Die Tyrannos könnten hier überall stecken. Die Landeschiffe der Tyrannos. Vernichten Sie diese Tyrannoide. Vorsicht, die Türen sind jetzt offen. In der Leitung. Wie steht es an der Front, Soldat? Ist das Geheimagent Clank? Guten Tag, Sir. Wir helfen hier aus. Das ist eine große Ehre. Und einen Chauffeur hast du auch dabei. Was? Nein, nein, nein. Einen Moment, Sir. Agent Clank, wir müssen Dr. Nefarious aufhalten. Nur ein Mann hat jemals einen Kampf mit ihm überlebt. Soeben erhielt ich einen Geheimbericht über seinen Aufenthaltsort. Hier, seht selbst. Die heutige Folge von Rätsel der Natur behandelt das Florana-Baumonster. Tief im Dickicht des Jambo-Waldes von Florana lebt ein mysteriöses Wesen. Oder vielleicht auch nicht. Es ist eins der Rätsel der Natur. Er ist direkt durch unser Lager gerannt. Er war splitternackt, schrie und hatte eine Banane dabei. Oder vielleicht war es was anderes. Vielleicht war eins der Rätsel der Natur. Legenden behaupten, das mysteriöse Wesen sei einer der größten Superhelden, die es je gab. Scham über seinen Niedergang machte ihn zu einem Rätsel der Natur. Schalten Sie ab, um alles zu erfahren. Ihr müsst diesen Mann finden. Das Schicksal der Galaxie hängt vielleicht von ihm ab. Sind Sie sicher, dass Sie diesen Typen meinen, Mr. President? Ja, er wirkt ein bisschen durchgeknallt, oder? Mag sein, aber er ist unsere einzige Chance. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuscht. Zählen Sie auf uns, Sir. We'll be right back.
Um deine Peitsche zu werfen, musst du die R1-Taste gedrückt halten und die Kreistaste drücken. Yeah.